ich stehe in der Bushaltestelle und warte. Es ist eine besondere Wartezeit für mich, denn ich erwarte auch einen besonderen Besuch. Der wurde mir angesagt. Ja, und jetzt habe ich eigentlich noch eine ganze Menge zu tun, denn ich will mich sehr gut auf den Besuch vorbereiten. Erstmal muss natürlich die Wohnung geputzt werden und ich muss das Haus dekorieren, sodass es dem Gast auch angemessen ist. Er soll sich freuen und wohlfühlen. Außerdem gilt es natürlich, jede Menge To-Do-Listen zu schreiben oder auch Einkaufslisten, damit ich weiß, was es dann zu essen gibt und das dann kaufen kann. Ja, manchmal arten diese ganzen Vorbereitungen so ziemlich in Stress aus. Zumal ich ja gar nicht weiß, ob wir in diesem Jahr vielleicht zu einem Restaurant gehen können, ob das möglich ist. Zum Glück habe ich noch ein bisschen Zeit. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, so wird uns heute aus der Bibel zurufen. Dein König kommt zu dir, also mein König kommt zu mir. Wenn ich mir das so richtig vorstelle, dann kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ein König, eine Majestät kommt zu mir. Kann ich das überhaupt begreifen? Ja, kann ich das glauben? Und dann kommen auch gleich Fragen. Bin ich das überhaupt wert, dass er zu mir kommt? Und was erwarte ich dann von ihm? Was soll er mir tun? Und was möchte ich ihn fragen? Oder ja, was möchte ich, dass er zu mir sagt? Das sind eine ganze Menge Fragen. Fragen, die ich in dieser Adventszeit bedenken will. Neben der äußerlichen Vorbereitung möchte ich mir auch Zeit für die innerliche Vorbereitung nehmen. Das ist in diesem Jahr auch einfacher als sonst, weil ja leider viele vorweihnachtliche Veranstaltungen nicht stattfinden können. Aber vielleicht ist das auch eine Chance. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Das will ich durchbuchstabieren, damit ich dann, wenn es soweit ist, wenn er kommt, ihn auch wirklich erkennen kann. Ich habe mir für diese Adventszeit vorgenommen, mich jeden Tag einmal zurückzuziehen, still zu werden, einen Text zu lesen, zu beten und eine Kerze zu entzünden. Und ich möchte mindestens ein Adventslied jeden Tag singen. Macht hoch die Tür, die Tat weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich. Unser König, Gottes Sohn, Gerechter und Helfer, komm zu uns, komm zu jedem und jeder von uns ganz persönlich in dieser so schwierigen und komplizierten Adventszeit, die für viele Menschen mit Sorgen und Nöten belastet ist. Komm zu uns, gib uns Kraft, schenk uns Liebe und Gemeinschaft, schenk uns deine Gerechtigkeit, deine Licht und deine Hoffnung und segne uns an diesem ersten Advent. Amen.